Jetzt im Juli blüht eine ganz besondere Pflanze, die einen wertvollen Beitrag für euren Garten und für die Wildbienen leistet. Die Rede ist vom Lavendel. Und in dem Video möchte ich einfach näher darauf eingehen, woher der Lavendel kommt, welche Bedingungen er braucht zum Wachsen, wie man ihn pflegt und was man aus den Blüten alles machen kann. Der Lavendel kommt aus dem mediterranen Raum und er wächst sehr gerne zum Beispiel an den Küstenregionen. Dort sind die Böden sehr sandig, karg, wasserdurchlässig, viel Sonne und Wärme, optimale Bedingungen für den Lavendel. Und man kann ihn auch hier in Deutschland anbauen. Es gibt natürlich auch spezielle Sorten dafür, die winterhart sind. Kann auch dazu kommen, je nachdem in welcher Region ihr lebt, wie stark der Winter ist und wie groß auch eure Pflanze ist, beziehungsweise die sich an unser Klima angepasst hat, desto mehr oder weniger müsst ihr halt darauf achten, euren Lavendel vor in der Kälte bei uns in Deutschland zu schützen, meistens im Vlies und im Stamm zum Beispiel. Wichtig auch dabei zu achten ist, dass der Boden im Winter nicht zu stark vernässt, weil das kann dann auch dazu führen, dass der Lavendel eingeht wegen der ganzen Staunässe. Jedes Jahr freue ich mich aufs Neue, wenn der Lavendel blüht, denn dann kann ich sehr viele Schmetterlinge, Wildbienen und auch normale Honigbienen beobachten, die sich sehr an den Lavendel, an die Blütenvielfalt oder an die Tracht freuen. Und ich konnte jetzt schon ungefähr 4 bis 5 verschiedene Wildbienenarten entdecken, dann 5 bis 6 verschiedene Schmetterlingsarten. Ich habe auch letztens eine sehr schöne Schmetterlingsart im Folientunnel bei mir gesehen, werde ich dann auch nochmal reinschneiden. Und natürlich auch die herkömmlichen Honigbienen. Und das ist jetzt so voll, also primär sind es natürlich Hummeln, die da sehr gerne rangehen. Und das sind wirklich zig Hummeln, die da den ganzen Lavendel rumschwimmen. Das ist ja auch eine sehr große Pflanze, die mein Vater da aufgezogen hat. Ein regelmäßiger Schnitt ist auch von Vorteil, damit die Pflanze nicht blühfaul wird und im Allgemeinen träge. Das heißt, der Schnitt soll sehr jung, vital und ja, blühfähig halten. Und das ist halt so, dass mein Vater sie, nachdem sie ausgeblüht hat, abschneidet. Also die Blüten noch ein bisschen vom Busch hin und nicht zu stark ins Holz reinschneidet, weil manche Lavendelsorten, die mögen das nicht so sehr, wenn man da ins Holz reinschneidet. Es kann dann sein, dass die da auch deswegen starke Schäden abbekommen, und wenn man zu viel falsch schneidet zum Beispiel, dann kann es auch die nicht mehr richtig blühen oder dass es auch gehemmt wird. Und das Interessante auch dabei ist, dass wenn ihr den Lavendel schneidet, auch oben an dem die frischen neuen Triebe, daraus könnt ihr dann eine Stecklingsvermehrung machen und euren Lavendel nochmal so zusätzlich vermehren. Jetzt noch zum Schluss, was man alles mit den Blüten vom Lavendel machen kann. Also es ist vielseitig einsetzbar. Im Haushalt zum Beispiel, man kann Kerzen draus machen, man kann Seifen draus machen. Der Duft verströmt dann schön im Raum. Was ich sehr gerne mache, ist eigentlich allgemein an dem Lavendel zu riechen. Also vor allem als Rohköstler ist halt der Geruchssinn sehr ausgeprägt und das erfreut mich dann immer. Das stillt sogar manchmal auch einen Hunger, also dass man sehr befriedigt. Also im Allgemeinen, wenn man halt zum Beispiel an duftende Pflanzen riecht, vor allem am Lavendel, das mag ich sehr gerne. Auch dran zu riechen. Manche nutzen es zum Beispiel auch zum Räuchern, machen Tee draus, also einen Teeauszug aus den Lavendelblüten. Und was meine Nachbarn vor 2 Jahren gemacht haben, sie haben so kleine Säckchen genommen und da die Lavendelblüten reingetan und das dann in ihren Kleiderschrank reingetan. Und einfach aus dem Grund, dass dann die Motten die Kleider nicht anfressen, weil sie halt noch sehr, ja, ein Haus haben, der halt drumherum Naturgarten ist und die Möbel auch aus Holz sind, also ziemlich naturverbunden. Und da kommt es einfach mal vor, dass nur Motten im Kleiderschrank sind und die würden dann die Kleider fressen. Und mit solchen Lavendelsäcke kann man das auch gut vorbeugen. Und meine Mom hat das letztes Jahr gemacht, um halt besser schlafen zu können oder auch gesünder, beruhigender, dass sie halt
Kissenbezug genommen hat und da die Lavendelblüten reingetan hat und das einfach zu ihr ins Bett reingelegt hat, um einfach besser schlafen zu können. In diesem Sinne ganz kurz liken, teilen und abonnieren. Auch gerne kommentieren, um einfach mich und das Projekt zu unterstützen, damit der Algorithmus meine Videos weiter verbreitet. Und wer mich weiter noch unterstützen möchte, damit ich weiterhin für euch Videos machen kann, sehr wichtig, unten PayPal, Bankverbindungen, wer spenden möchte, Patreon habe ich auch, gerne mal vorbeischauen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao.